In einem Pressegespräch stellte das städtische Klinikum Dessau die neue Abteilung für Allgemein- und Altersmedizin zur interdisziplinären Versorgung von mehrfach erkrankten älteren Patienten vor, die innerhalb der Klinik für Innere Medizin etabliert wird. Diese Patientengruppe nimmt zu und bedarf einer höheren diagnostischen sowie therapeutischen Versorgung. Die Führung der Abteilung übernimmt Oberarzt Jens H. Schumacher, der bereits als leitender Arzt das am Klinikum zertifizierte Alterstraumazentrum verantwortet. Ja, es handelt sich um eine Station speziell zur Versorgung von älteren Patienten, die uns entweder in der Notfallversorgung vorgestellt werden oder auch Patienten, die chronische Erkrankungen haben. Und in dieser Station sollen Patienten, die auch Mehrfacherkrankungen haben im Alter, gezielt interdisziplinär versorgt werden. Das heißt, in einem Team, welches aus Ärzten besteht, welches aus Therapeuten auch besteht und aus Pflegekräften oder Sozialarbeitern, kann man die Problemstellungen, die am Anfang bestehen bei den Patienten, gut analysieren und erfragen und dann gemeinsam einen guten Behandlungsweg finden. Über 15 Betten wird der neue Versorgungsbereich verfügen. Zusammen mit dem Alterstraumazentrum stehen dann insgesamt 29 Betten für ältere Patienten auf einer großen Station bereit. Jedes der 17 am städtischen Klinikum Dessau befindlichen medizinischen Fachgebiete kann schnell hinzugezogen werden. So entfallen strapaziöse Mehrfachverlegungen. Also die Station bietet die Leistung, dass wir in der Lage sind, den Patienten eine qualifizierte Versorgung anzubieten. Das bedeutet, dass man all die Möglichkeiten, die wir im Haus zur Verfügung haben, also in interdisziplinären Strukturen an den verschiedenen Fachbereichen mit Konsilleistungen auch den Patienten anbieten können, dass wir Aufklärung auch betreiben und dass wir die Angehörigen informieren, welche Möglichkeiten bestehen, welches Problem besteht und wie man es lösen kann. Auf der Station für Allgemein- und Altersmedizin ist das Behandlungsziel die Wiedererlangung der Selbstständigkeit der Patienten. Geeignete Patienten werden so zum Beispiel frühzeitig mobilisiert. Ja, das Ziel ist einfach eine bessere Versorgungsqualität, weil die Patienten sonst auch länger liegen würden. Und wir möchten eben gern, dass sie in der Lage sind, durch Aktivierung auf der einen Seite im therapeutischen Bereich und andererseits durch die gute medizinische Diagnostik und Behandlungsebenen in ihrer Häuslichkeit in der Lage sind, wieder selbstständig oder mit Teilhabe am Leben versorgt zu werden. Im Rahmen des Pressegesprächs wurde auch Dr. Andreas David Niederbichler vorgestellt. Der Privatdozent stößt ab 1. Dezember zur Chefarztriege des städtischen Klinikums als Chefarzt für plastische, ästhetische und Handchirurgie. Er wird ein breites und dringend benötigtes Leistungsspektrum abdecken. Also als Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie hat man nicht nur die Schönheitschirurgie als Aufgabengebiet. Wir werden in meiner zukünftigen Klinik das Spektrum am Klinikum Dessau dahingehend erweitern, als dass wir die Wundbehandlung, also von großen, komplexen Wunden, die sowohl von Unfällen herrühren können, als auch durch zum Beispiel das Wundliegen, dass wir die mit den modernen Methoden der Gewebsverschwenkung, auch der Mikrochirurgie, also der Gewebsverschwenkung unter Anschluss von ganz kleinen Blutgefäßen unter dem Operationsmikroskop oder der Lupenbrille anbieten werden. Ja. Des Weiteren werden wir die Handchirurgie am Klinikum Dessau weiter ausbauen. Ja, die existiert ja seit 1975 übrigens in Dessau. Und die werden wir nun weiter um die Replantationschirurgie, also das Wiederannähen von abgetrennten Gliedmaßen, erweitern und, was mir ganz wichtig ist, auch über prothetische Verfahren. Also in vielen Fällen werden gelenkversteifende Operationen der Vergangenheit angehören. Außerdem ist Dr. Niederbichler als Dozent tätig und bildet unter anderem in Berlin Fachärzte für plastische und Handchirurgie aus. An der Medizinischen Hochschule Hannover besitzt er eine Lehrbefugnis. Hier hat er schon Lehrveranstaltungen und Seminare gegeben. Da das städtische Klinikum Dessau ein akademisches Lehrkrankenhaus ist, freut sich Niederbichler sehr, auch hier weiterhin junge Kollegen ausbilden und ihnen den Weg zur Handchirurgie ebnen zu können.